Mainz 05 bleibt in der Fußball-Bundesliga und hat die Saison auf dem 13. Platz abgeschlossen. Könnte man jetzt denken, alles soweit so normal und ist doch nichts Großes passiert. Wenn man sich allerdings die Saison anguckt, dann ist der 13. Platz eine grandiose Leistung, wenn man sieht, wo die 05er zwischendurch herkommen. Und aufgrund dieses Klassenerhalts stehen für mich drei Dinge im Vordergrund, die sich im Saisonverlauf gezeigt haben. Zum einen, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Mainz 05 in der Bundesliga spielt. Das mag man aufgrund der Bundesliga-Zugehörigkeit vielleicht denken, aber es ist Jahr für Jahr ein großer Kampf und es kann Jahr für Jahr schiefgehen. Zweiter Punkt, Mainz 05 braucht Mainz als Stadt und die Mainzer brauchen Mainz 05. Wenn Mainz 05 im Laufe der Saison ohne die tiefen Tiefs, die es ja ohne Frage gab, einfach 13. geworden wäre, hätte es diese Identifikation von Stadt und Verein, glaube ich, so in dieser Form nicht gegeben. Am Ende ist das zusammengerückt, was schon mal zusammengerückt war und was vielleicht in den letzten Jahren sich etwas voneinander entfernt hatte. Und das Dritte ist, da muss ich Christian Heidel recht geben, der Trainer ist der wichtigste Mann im Verein. Warum sagt er das? Man sieht, Bo Henriksen hat die Mainzer nicht nur wach geküsst, sondern er hatte die gleiche Mannschaft zur Verfügung, die vorher von Jan Sievert trainiert wurde und die etwas plump gesagt überhaupt nichts auf die Kette gekriegt hat. Dann kommt Bo Henriksen, legt den Schalter im Kopf um und die gleichen Spieler stehen in der Bo Henriksen-Tabelle fast im internationalen Geschäft. Das heißt, die Mainzer haben endlich wieder einen Trainer gefunden, der das Potenzial aus der Mannschaft holt, der diese Stadt mitnimmt. Und deswegen gehen wir jetzt alle mit so einem so positiven Gefühl aus der Saison auf dem 13. Platz, obwohl es zwischendurch so düster aussah. Mir ist mit diesem Trainer, dieser Mannschaft und diesem Gefühl der Stadt und dem Verein für die nächste Saison nicht bange. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.